Ich habe damals Super Mario Kart gesuchtet ohne Ende. Und ich war damit natürlich auch nicht alleine. Mario hatte quasi ein neues Genre erschaffen und andere Hersteller wollten natürlich etwas von diesem fetten Kuchen abhaben. So wurde auch dieses Spiel unter dem Label des relativ jungen Ubisofts veröffentlicht. Wie schlägt es sich? Geht Kartfahren auch ohne den Mario-Charme? Was taugt Street Racer für Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Vivid Image entwickelt und von Ubisoft weltweit 1994 veröffentlicht. Das Spiel wurde auch auf fast alles portiert, was damals geläufig war. Unter anderem dem Amiga CD32, PC und sogar dem Game Boy. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr erst einmal angenehm überrascht. Es gibt viele unterschiedliche Spielmodi. Neben dem klassischen Rennen gibt es auch die Modi Rumble, welches im Prinzip eine Art Versus-Modus ist, und Soccer. Dieser Modus ist natürlich, wenig überraschend, eine Art Super Nintendo Rocket League, sprich ihr spielt Fußball mit euren Karts. Alles ist dabei immer schön mit diversen vielfältigen Optionen einstellbar. Und das Beste? Ihr könnt alle mit bis zu 4 Spielern spielen. Der SNES Multitap ist zwar nicht weit verbreitet, aber mal schön ein Spiel zu haben, das dieses Gerät auch unterstützt. Aber kommen wir mal zu dem Hauptteil des Spieles, den Championship Modus. Dieser ist natürlich stark vom normalen Turniermodus des Vorbildes beeinflusst. Am Anfang wählt ihr euch einen der verschiedenen Fahrer aus. Die haben natürlich alle ihre speziellen Vor- und Nachteile. Der eine beschleunigt schneller und der andere hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Ihr kennt alle die Methodik. Das Aussehen der Fahrer ist dabei sehr kreativ und abwechslungsreich gestaltet. So könnt ihr als Frankensteins Monster um die Kurven heizen oder mit Manfred, der stark an den Roten Baron aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Ihr solltet also für euren Geschmack definitiv auch den richtigen Fahrer finden. Auch bei den Strecken gibt es natürlich Variationen und sind thematisch an verschiedene Umgebungen angelehnt und in verschiedene Cups unterteilt. Soweit also alles normal. Wie fahren sich denn die Rennen? Im Prinzip ist das Fahrgefühl dem von Super Mario Kart nicht komplett unähnlich, sprich es ist nicht so sehr auf Realismus getrimmt. Neben dem normalen Gas geben könnt ihr dann auch mit den L- und R-Tasten jeweils nach links und rechts hauen. Es gibt einen Knopf für den Boost und eine Art Nahkampfattacke. Um euch gegen den Attacken der Gegner zu schützen, könnt ihr Münzen auf der Strecke einsammeln. Der Fokus in diesem Spiel liegt also eindeutig auf den Nahkampf und kommt daher etwas martialischer rüber. Also martialisch mit Cartoon-Grafik natürlich. Auf diese Weise kämpft ihr euch dann durch die Rennen. Wie üblich gibt es dann auf dem Boden auch noch einige Hindernisse und Goodies zum Einsammeln. Diese sind allerdings nicht so vielfältig wie etwa die diversen farbigen Panzer des Nintendo-Ablegers. Ist ein Rennen erst einmal vorbei, bekommt ihr dann natürlich je nach erreichtem Platz eine Punktzahl. Ihr müsst allerdings nicht den ersten Platz erreicht haben, um die höchste Punktzahl zu ergattern. Das Spiel schüttet auch extra Punkte, zum Beispiel für die schnellste Runde aus. Solche vielen kleinen guten Ideen hat Street Racer an jeder Ecke. Und das ist einfach klasse, weil es etwas mehr Schwung reinbringt. Das Spiel nutzt natürlich den Mode 7 Effekt des Super Nintendos und setzt diesen wirklich klasse um. Die Grafik ist farbenfroh und die Charaktere sind gut dargestellt. Ganz kommt es meiner Meinung nach nicht an den Charme von Super Mario Kart heran. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Spiel nicht schön anzusehen wäre. Die Sounduntermalung ist jetzt nicht so die tollste. Die Musik ist eben da, aber ist nicht wirklich eingängig. Schadet aber auch nicht. Die technische Stärke des Spiels liegt auf jeden Fall auf der Optik. Was taugt Street Racer für die Super Nintendo heute noch? Ich mag das Spiel. Es ist ein echt spaßiger Kart Racer und wer genug von Mario Kart hat, kann hier auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Ich mag einfach diese vielen kleinen Ideen wie die Extra-Punkte-Vergabe nach den Rennen einfach. Hier haben sich die Entwickler mit viel Kreativität dem Thema gewidmet und auf einer guten Idee aufgebaut. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war Testo Street Racer für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.